Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar. Mein Name ist Anna Niere und diese Themen habe ich heute für euch dabei. Die Hochwasserlage in Niedersachsen entspannt sich langsam, aber sicher. Jetzt ist es an der Zeit, Schäden zu begutachten und zu beseitigen. Die Landesregierung hat dafür einen hohen Millionenbetrag angekündigt. Am Montagabend war es in vielen Teilen der Osnabrücker Innenstadt für einige Zeit stockduster. Schuld war ein Stromausfall. Wir schauen uns an, wie Krankenhaus, Kino und Polizei mit der Ausnahmesituation umgegangen sind. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll im Landkreis Osnabrück voranschreiten. Im Hagen am Teutoburger Wald könnten sich künftig auch Windräder drehen. Mehr dazu gleich. Eine Mitarbeiterin des Landkreises Osnabrück soll gegen Bargeld deutsche Pässe an Einwanderer verteilt haben. Und zwar ohne zu prüfen, ob die alle Kriterien für eine Einbürgerung erfüllen. Warum die Frau nun aufgeflogen ist, das hört ihr gleich von meinem Kollegen Markus Pölking. Die Pegelstände in Niedersachsens Hochwasserregionen gehen Stück für Stück zurück. Was bleibt, sind teils immense Schäden für Privatpersonen, Unternehmen und Landwirtschaft. Die Landesregierung will deswegen den Weg für einen Nachtragshaushalt in Höhe von rund 110 Millionen Euro freimachen. Das haben Ministerpräsident Stefan Weil und Finanzminister Gerald Heere angekündigt. Das Geld soll unter anderem für Schäden an der öffentlichen Struktur, für Einsatzkosten der Katastrophenschutzbehörden und für den zukünftigen Hochwasserschutz eingesetzt werden. Finanziert werden soll der Betrag aus bestehenden Rücklagen. Bereits Anfang Februar könnte der Nachtragshaushalt dann beschlossen werden. Wir halten euch dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vom einen auf den anderen Moment wurde die Leinwand im Kino dunkel und die Notbeleuchtung ging an. Was nach einem Notfall klingt und Grund zur Panik verbreiten könnte, entpuppte sich am Montagabend in der Osnabrücker Innenstadt als Stromausfall. Davon waren nach Angaben der Stadtwerke die Stadtteile Gartlage, Schinkel und die östliche Innenstadt betroffen. Im Cinema Arthouse und dem Hall of Fame lief nichts mehr. Alle Vorstellungen mussten abgebrochen werden. Gestern konnten die Vorstellungen schon wieder ganz normal weiterlaufen. Etwas brenzlicher war die Situation im CKU, dem christlichen Kinderhospital, denn dort funktionierte aufgrund eines technischen Defekts das Notstromaggregat nicht mehr. Eine Stunde lang war es in der Klinik dunkel. Der Chefarzt nannte das eine Ausnahmekrisensituation. Und noch vor einer Woche wurde das Notstromaggregat gewartet und hatte das Gebäude eigentlich mit Strom versorgen sollen. Angesprungen ist es auch, aber mit Strom versorgte es trotzdem nicht. Das Gerät wurde jetzt natürlich ausgetauscht. Gefährlich werden Stromausfälle in Krankenhäusern, wenn lebenserhaltende Geräte ausfallen. Das sind zum Beispiel Beatmungsgeräte und Monitore, mit denen Atmung und Herzschlag überwacht werden. Der CKU-Sprecher Holzapfel hat uns versichert, all diese Geräte sind bis zu 6 Stunden batteriegepuffert. Deswegen mussten auch keine Patienten verlegt werden. Das angrenzende Marienhospital war nicht betroffen von dem Stromausfall, denn dort wird der Strom aus einem anderen Stromkreis gezogen. Für die Osnabrücker Polizei war der Montagabend wohl auch eher stressig. Die Beamten mussten ausrücken, weil mehrere Alarmanlagen aufgrund des Stromausfalls ausgelöst hatten. Unter anderem auch in ihrem eigenen Gebäude am Kollegienwall. Ansonsten waren es hauptsächlich eher Banken und Geschäfte, die den Alarm auslösten. Im Landkreis Osnabrück soll es in Sachen erneuerbare Energien weiter vorangehen. Deswegen wird gerade über mehr potenzielle Flächen für Windkraftanlagen diskutiert. Nach Meinung von SPD und Grünen könnten sich Windräder künftig in Hagen ATW drehen. Bislang gibt es in der Gemeinde keine sogenannten Windvorranggebiete. Das sind Areale, die mit Windkraftanlagen bebaut werden dürfen. Doch das soll zum Jahreswechsel 2024-2025 geändert werden. Damit könnten auch Anlagen zwischen Hügel und Teutoburger Wald entstehen. Diese Möglichkeit sollten wir aus unserer Sicht nutzen, schreiben die beiden Fraktionsvorsitzenden Uwe Spreehe von der SPD und Andreas Dockmann-Völler von den Grünen in einem gemeinsamen Antrag. Und über diesen Antrag soll am 18. Januar, also schon morgen, im Planungsausschuss entschieden werden. In Folge könnte die Verwaltung dann bereits entsprechende Voruntersuchungen durchführen. Dann könnten zeitnah die nötigen Schritte eingeleitet werden. Die Ausländerbehörde in Osnabrück wird aktuell von einem Skandal erschüttert. Eine Mitarbeiterin soll Einwanderern, die sich auf die deutsche Staatsbürgerschaft beworben haben, gegen Bargeld unter der Hand einen deutschen Pass ausgestellt haben. Mein Kollege Markus Pölking hat sich ausführlich mit dem Fall auseinandergesetzt. Markus, was wird denn der 33-Jährigen genau vorgeworfen? Die Staatsanwaltschaft in Osnabrück ermittelt derzeit gegen die ehemalige Mitarbeiterin der Ausländerbehörde wegen des Verdachts der Unterschlagung und der Vorteilsnahme. Sie soll seit
Anfang 2022 bis Mitte vergangenen Jahres 41.000 Euro unterschlagen haben. Die Summe stammt aus verschiedenen Einbürgerungsverfahren, die sie bei der Ausländerbehörde geführt hat. Das Geld hat sie also entsprechend entweder gar nicht in die Kassen eingebucht oder aber dort eingebucht, nicht aber eingezahlt. Im Zusammenhang damit hat sie zudem an etwas mehr als 300 Fällen Einbürgerungen nicht rechtskonform vorgenommen, also verschiedene Sicherheitsüberprüfungen unterlassen. Das ist aber nicht Gegenteil des Strafverfahrens, das die Staatsanwaltschaft gerade führt. Das Vorgehen der Mitarbeiterin hätte womöglich noch eine ganze Zeit unbemerkt bleiben können. Die Frau habe laut einem Sprecher des Landkreises ihren Bereich nämlich komplett alleine bearbeitet. Entscheidung über Anträge fällte sie also komplett alleine, was übrigens ein übliches Vorgehen ist in Behörden. Aber wie ist sie denn am Ende doch aufgeflogen? Aufgeflogen ist das Ganze, weil im vergangenen Jahr die Prüfstelle des Landkreises eine routinemäßige Prüfung der Kassen vorgenommen hat und die Kasse der Mitarbeiterin, über die wir hier reden, wies einen Fehlbetrag von eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Geld auf. Da ging es nur um knapp 100 Euro. Das hat man aber zum Anlass genommen, um nochmal genauer hinzuschauen. Daraufhin sind dann die Fehlbeträge gewachsen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass ein großer Teil der Gesamtsumme, die hier zur Debatte steht, nämlich 26.000 Euro, offensichtlich gar nicht eingezahlt wurde. Das Ganze hat man erst herausbekommen, als man die einzelnen Fallakten geprüft hat und feststellte, dass dort im Grunde falsche Zahlbelege eingefügt sind. Vielen Dank, Markus, für die Infos. Nach aktuellen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist das Handeln der ehemaligen Landkreismitarbeiterin übrigens wohl auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen. Weiter ist auch die Rede von einem möglichen Mittelsmann, der könnte Interessenten konkret angesprochen und sich um die Bargeldzahlung der Gebühren gekümmert haben. Diese Person sei allerdings kein Mitarbeiter der Ausländerbehörde gewesen. Zu weiteren Infos schweigt die Staatsanwaltschaft. Das war Moin Osnabrück. Die nächste Folge hört ihr morgen früh ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Kommt gut durch den Mittwoch.